Irgendwie leckt das gerade so ein bisschen, ne? Solltet ihr auch sehen. Ich weiß aber nicht warum. Und ich habe nur noch zwei Runden und die da vorne wird gleich wieder angegriffen. Das ist nicht so schön. Er kann erstmal vorsprinten. Und er spurtet hinterher. Komm. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, langsam vorzugehen. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Commander, wir müssen diesen Zug schleunigst in Bewegung setzen. Oh nein, noch ein Dicker, ey. Hallo. Komm, Kleine, kannst du da hinten hinspurten? Das Problem ist nur, dass er da nicht schießen kann und nicht keine Deckung hat und gar nichts. Ah, sie hat aber Gott sei Dank ihre Blitzschirmreflexe. Dadurch wird sie von ihm nicht getroffen. Und? Ich glaube, ich kann noch was aktivieren, wenn jetzt... Gut gemacht, Commander. Ja. Wie es aussieht, sind alle Transponder in Position und der Zug ist bereit, den Bahnhof zu verlassen. Wenn sich sein Weg mit dem des Schlachtschiffs kreuzt, werden die Aliens ihr blaues Wunder erleben. Alter, war das knapp. Alter Verfalter. Oh, Junge, Junge, Junge. War das knapp. Eine Runde hatte ich noch Zeit und mein Hauptcharakter war fast tot. Also ist ja kein Hauptcharakter, aber mein, der nach mir benannt ist. Holy moly. Zehn Tage, ja, das war klar. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Alter Falter. Plus 5 Verteidigung und Deckung. Den hat mein Charakter schon, ne? Dieses Kreuz, okay. Muss ich mal eben gucken. Mein Hauptcharakter hat den schon. Aber der hier könnte den kriegen. Unser Romeo. Der sieht ein bisschen behindert aus, ne? Aber es liegt vielleicht auch an seinen Genmanipulationen. Haben die eigentlich Geld gekostet, Genmanipulationen? Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. In dieser Einrichtung können wir mechanische Exoskelett-Cyberanzüge, MECs, entwickeln. Und unseren Soldaten die kybernetischen Interfaces implantieren, durch die sie die MECs in der Schlacht einsetzen können. Ach nee, das mag ich nicht. Ich möchte nicht meine... Ich möchte meine Charaktere, glaube ich, irgendwie nicht auseinandernehmen lassen. Ein bisschen genmanipulieren, okay, aber... Das kostet alles Kohle. 15, 15... Okay. Also so ein bisschen genmanipulieren, ja, okay, aber... so komplett den Körper durch Roboter ersetzen, ich weiß nicht. Wir haben hier eine sichere Übertragung vom Rad, Commander. Schlachtschiff ist verwundbar. Oh nein. Jetzt schon? Noch nicht. Nee, nee, noch nicht. Ich glaube, das ist auch noch länger verwundbar. So, Skelettanzug. Komm, erstmal was Leichteres forschen. 10 Tage. 11 Tage. 10 Tage. 13 Tage. 2 Tage. Ah, schön. Arme Alien. Was wollte ich jetzt mal eben gucken, wie lange meine Soldaten noch tot sind? Ein Tag noch mein Romeo, 8 Tage, 5 Tage. Ich glaube, die Zeit sollte ich auch abwarten. Oh, ist jetzt gerade weg. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ich hoffe, dass ich das Alien-Raumschiff nochmal angreifen kann. So, ich habe Großbritannien. Ich weiß nicht, ob ich die alle drei retten kann oder ob sich in den anderen beiden auf jeden Fall Panik ausbreitet. Ich glaube nämlich, zwei kriegen die immer dazu. Also gehe ich, glaube ich,
dahin, wo es am meisten Kohle gibt, was mir gerade am meisten bringt. Also auf nach China. Romeo ist wieder da. Das bedeutet, du kriegst jetzt einen Pulsbogen. Und Romeo. Ah, er hat sogar seine Skelettrüstung noch. Die nehmen wir mal das Ding wieder weg. Du kriegst dafür eine davon. Und Romeo kriegt das und das. Auf geht's. Ich hoffe, dass ich diese Schlachtschiff-Mission noch machen kann. Aber da wollte ich jetzt eben gerade nicht mit 1000 Toten reinstürmen. Das wäre ein bisschen doof gewesen, glaube ich. Wir landen. Ja, Entschuldigung. Wir landen. Ihr fliegt doch noch. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Wir empfangen immer noch Übertragungen, nach denen die Aliens in einer ihrer Großstädte operieren. Wir müssen die Gegend schnellstmöglich sichern. Okay. Oh, wir sind gelandet. Und wir müssen keine Leute retten. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Kannst du reinstürmen? Ja. Bin unterwegs. Schön. Ich denke, wir sollten alle vier zusammenhalten. Spurten, Spurten. Das ist alles mit Spurten. Das ist ja scheiße. Ich mach mich auf. Du bist nicht so gerade der Gute. Wegen mir kannst du auch sterben. Nein. Nein, ich will nicht, dass der stirbt. Ich will nicht, dass irgendeiner stirbt. So, erstmal einen so Feldposten machen. Ich hatte eben gerade Glück, dass mein Hauptcharakter die Schalenrüstung anhatte, sonst wäre er tot gewesen. Sonst wäre er definitiv tot gewesen. So. Alles klar. Und du stürmst nach vorne. Hier ist ja Gott sei Dank nur Gegner abmurksen. Nicht irgendwie Leute retten oder Zeitdruck. Das bedeutet, ich kann ganz in Ruhe langsam vorgehen. Dann geh du mal dahin, in deiner Feuerposition. Oh, hallo Jungs. Prozent, das schaffe ich. Ich hätte auch dieses zweimal Schießen nehmen können, aber einmal Schießen reicht bei so Dingern ja auch. Ich habe nur die Befürchtung, dass da gleich einer reinkommt. Ist da jemand drin? Nein, ist niemand drin. Machst du da Feldposten? Du machst da Feldposten. Und du machst da Feldposten. Hoffen wir mal, dass da jetzt keiner reinkommt. Ja, ich hab's geahnt. Warum hätte dich nur einer schießen können? Das verstehe ich immer nicht. Ah, ziehst du jetzt? Schießt er jetzt auf mich? Nein, der zieht sich zurück in das andere Gebäude. Okay. Ups. Du machst da einen Feldposten. Du gehst erstmal dahin. Nichts auf der Straße, gut. Ich mach mich auf. Und dann rückst du mal mit ihr vor. Und du gehst zu dem Kollegen. Schon habe ich meinen Willen, dass alle zusammen vorrücken, über den Haufen geworfen. Aber das Ziel eliminiert. Schön. Von der Seite kommen wohl ein paar Gegner, habe ich das Gefühl. Erstmal nachladen. Bereit zum Angriff. Los jetzt. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass alle gleichzeitig nachladen, aber. YOLO. YOLO, 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 Swag, Swag. Aus der Richtung kommen auch welche? Gott. Aber wie kriege ich die Deckung am besten hin? Ah, da sind sie. Hallo, Jungs.
Die sehen irgendwie aus wie Sheldon, habe ich das Gefühl. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er da rein, dass sie da rein muss. So, und was siehst du hier? Auf der Seite? Bestätige Befehl. Feindliche Truppen. Oh, noch mehr. Achtet auf die Flanken. Du gehst mal auch wieder rein, bitte. Hallo. Erstmal, du gehst erstmal dahin. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die nebeneinander zu stellen, weil die können ja dieses spucken. Du machst einen auf Feldposten. Die kommen gleich auf jeden Fall reingeflogen. Oh, das ist flankieren? Oh oh. Holy fuck, jetzt habe ich ein Problem. Und tschüss. Oh, das ist nicht so gut gelaufen gerade. Dann gehst du mal erstmal dahin. Ach, ich bin flankiert? Achso, durch den. Ja gut. Der ist aber gleich weg vom Fenster. Der hingegen aber noch nicht. Wenn du den verfehlst, ne? So. Ach, jetzt steht er in dem Nebel, ne? Oder, nee, steht nicht im Nebel, Gott sei Dank. Hey, kann der nochmal schießen? Ah, cool. Oh, der muss auf jeden Fall aber woanders hin. Stimmt, der hat ja die Fähigkeit, dass er nochmal schießen kann, wenn ein Gegner in so und so vielen Feldern um ihn rum ist. Begebe mich auf Position. Ah, nice. Das Problem ist nur, jetzt kommt von hinten welche oder dadurch? Oh, dadurch. Hallo, Jungs. Ah, er geht wieder raus. Feigling. Dann lauf doch mal. Einmal quer durch den Raum. Und tschüss. Oh. Ach, Kinders. Ne? Wie schlecht kann man eigentlich schießen? Soll ich versuchen, den zu betäuben oder soll ich den erschießen? Ich erschieße ihn. Erledigt. Da oben drauf war noch einer. Geh zum Angriff über. So, wie laufe ich am besten? Ich glaube dahin und dann mache ich einen auf Deckungsgeber. Und du? Kannst nicht rennen und schießen, ne? Ne, wir machen erstmal Deckung. Na komm, ziehst du dich zurück oder kommst du her? Was hat er vor? Geht oben aufs Dach? Können wir erstmal nachladen. Und du machst Feldposten. Ich weiß nicht, ob noch ein langer Mann da war. Irgendwo. Dünner Mann. Wie es aussieht, nicht. Ups, jetzt habe ich eine Deckung sitzen lassen. Hallo? Geht's noch? Bring sie zur Strecke. Hier in Position. Ach, die kann von da aus nicht schießen? Was soll der Scheiß denn? Dann müssen wir den wohl so erledigen. Keine Bedrohung mehr. Das waren noch nicht alle, Scheiße. Muss schnell nachladen. Ich dachte, das wären schon alle gewesen. Aber vielleicht gibt es noch irgendwo irgendwas, was rumstatzt. Ich habe irgendwo schwere Schritte gehört, das ist nicht gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung weiter, wa?